Hallo zusammen mit Alex und Jens, heute zum dritten Ask Turn On. Los geht's. Erdan Killik fragt, wie kann ich auf meinem Sony Xperia Z3 das neueste Android-System herunterladen? Ich habe momentan die Version 6.0.1 und habe gehört, dass man mit dem PC das Update manuell herunterladen kann und weiß aber leider nicht wie. Kann ich dir leider nicht sehr viel zu sagen, denn ich habe kein Z3 mehr und kann dementsprechend nicht testen, wie das funktioniert. Da würde ich Tatsache mal ganz kurz Google fragen. Einfach Sony Xperia Z3 und aktuelles Update eintragen und dann sieht man meistens schon in irgendwelchen Foren die Antworten dazu. Falls es offiziell übrigens nicht gehen sollte, eine gute Anlaufstelle ist immer XDA Developers. Da kriegt man auch im Notfall, naja, alternative Custom-Versionen, falls es offiziell nicht mehr unterstützt wird. Was Alex sagt. Premax FX Free Intros fragt, ich bin im Besitz eines Samsung Galaxy S6, mein Freund hat genau dasselbe Gerät. Das Problem ist, dass ich schon auf das Nougat-Update zugreifen kann, er aber nicht. Oder andersrum. Wieso ist das so? Das liegt daran, dass diese Updates immer in verschiedenen Wellen auf die Leute losgelassen werden, sodass, wenn Leute das Update installiert haben, dann gucken können, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, werden immer mehr Geräte ausgeliefert oder immer mehr Updates ausgeliefert. Und wenn sie nicht funktionieren, wird das Update gestoppt, korrigiert und dann wieder ausgefahren. Marcel Misotic fragt, was empfiehlst du, GTX 1080 Ti oder 1070? Nun, 1080 Ti, die ist geil. Die 1070 ist auch geil, aber billiger. Die 1080 Ti ist aber teurer. Du musst schon schreiben, was du damit machen willst. Das heißt, mit der 1080 Ti hast du die maximale Performance für alles und mit der 1070 hast du die fast maximale Performance für alles für weniger Geld. Aber dieses fast, das ist das Entscheidende fast. Fast. So ein bisschen 4K, ne? Ja, das ist so, aber ein bisschen mehr auch. Johannes Reitz fragt, Fingerabdrucksensor, Smartwatch, sprachgesteuerte Home-Geräte, zum Beispiel Google Home, ist das Spionage? Das kommt darauf an, wenn es für Spionage genutzt wird, dann ist das Spionage. Aber die Geräte selbst sind eigentlich nur eine Erweiterung deiner Produkte. Ist ein bisschen wie zu Hause das Badezimmer. Also entweder du gehst davon aus, dass die Nachbarn dich ausspionieren, dann machst du da ein blickdichtes Rollo rein. Wenn du aber denkst, dass solch ein Fenster nicht zwingend von deinen Nachbarn als Spionagemöglichkeit genutzt wird, dann machst du vielleicht auch ein etwas leichteres Plissé rein. Also es kommt immer drauf an. Und wenn du gerne gesehen werden möchtest, ja, dann dusch dich einfach draußen. Reddit Rave fragt, tolles informatives Video. Mein Grafikkartenlüfter bewegt sich nicht, obwohl MSI Afterburner was anderes behauptet. Lohnt es sich für 100 Euro einen Ersatzlüfter zu kaufen oder lohnt es sich eher für 200 Euro einen RX 470 auszugeben beziehungsweise 300 Euro für einen RX 480 oder eine 1060? Nun, es ist mir wichtig, dass ich die nächsten 3 bis 4 Jahre Spiele zumindest noch auf niedrig laufen beziehungsweise spielen kann. Nun, ganz ehrlich, für 300 Euro kannst du auf jeden Fall eine 1060 mit 6 GB kaufen, die auch noch eine ganze Weile halten wird. Also mindestens auf niedrig, davon darfst du definitiv ausgehen, weil die neue Architektur mit Pascal dafür definitiv in Zukunft genug Dampf haben wird. Ja. Was Alex sagt. BikeRider21 fragt, was glaubt ihr, wird sich Microsoft in Themen Handys verbessern, zum Thema Handys verbessern und vielleicht die Zukunft von Smartphones sein? Oder denkt ihr eher, dass Android und iOS sich weiterhin an der Spitze halten werden? Ich werde mir nicht anmaßen, dazu irgendetwas vorherzusagen, weil man das absolut nicht vorhersehen kann. Gar nicht. BlackBerry und Nokia waren auch einst Spitzenreiter. Und jetzt? Die müssen nur einen großen Fehler machen und dann. Also ich glaube, Apple wird man so schnell nicht vom Thron runterkriegen. Und Android hat so viele Distributoren, dass das wird einfach nicht untergehen. Vielleicht muss ja auch kein großer Fehler passieren, es reicht ja auch ein kleiner. Viele kleine. Boss Greater Zockt fragt, Alex, seit wann arbeitest du schon bei Turn-On? Seit fast 4 Jahren. Und du? Seit Anfang an bist du dabei, ne? Ja. Ich bin im April 2015 dazu gekommen. Aber ich wurde nicht gefragt, nur du. Ja, ja. Anka fragt, hallo Alex, ich wünsche mir in Zukunft einen ausführlicheren Beitrag zum Thema eGPU. Wünschenswert, speziell bezogen auf das MacBook Pro mit Touchbar. Es wurde bereits über das Razer Core berichtet, aber es gibt noch die Bison Box 3. Genau, es gibt auch die Thunderbox 3, die kenne ich sogar auch noch, es gibt X. Und so weiter und so fort. Oh mein Gott, eine riesenlange Frage. Aber die Antwort darauf ist folgende. Es gab jetzt ein Release der offiziellen Pascal-Treiber von Nvidia für Macs, was natürlich nicht bedeutet, dass es zwingend funktionieren muss. Heißt aber auch, dass man jetzt zum Beispiel die alten Mac Pros, also die 5.1-Version,
mit Pascal-Grafikkarten offiziell nachrüsten kann. Also erstmal für die Pros ist es eine geile Geschichte. Für Konsumenten und Gamer ist es erstmal so ein zwiespältiges Ding, weil dafür noch nicht alles wirklich ausgelegt ist. Zumindest die eGPU-Boxen nicht hundertprozentig, weil meistens die Controller, die da verbaut sind, nur mit Hacks freigeschaltet werden können. Es sei denn, ihr nutzt Windows auf den Mac-Rechnern. Und was sich dann daraus alles ergibt, weil es jetzt ja überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, neue Grafikkarten damit zu nutzen. Keine Ahnung, du stellst die Frage zu früh, das ist der Witz. Aber dass wir darüber ein Video machen werden, das ist auf jeden Fall auf der Liste, keine Sorge. Der sehr unbekannte Fahrer in Urlaub fragt, habe eine GTX 57 Ti übertaktet und ein i5 3750. Hab jetzt eine Frage, der i5 schafft nie seine vollen 3,8 GHz und eine Grafikkarte, die Grafikkarte ist zu langsam und bremst den Prozessor aus oder warum geht der nicht weiter hoch? Er bleibt immer bei 3,6. Das kommt darauf an, was du gemacht hast. Ja, also hast du jetzt einen Benchmark laufen lassen, der das Ding bis nach oben ballern soll? Oder wird es zu heiß? Das kann ich so pauschal nicht sagen. Keine Ahnung. Aber warum willst du denn so warm haben? Also so, warum willst du denn die kompletten 3,8? Hm? Was machst du denn, um 3,8 GHz bewegen zu müssen? Das sind aber schon ältere Dinger, ne? 3750? Das ist schon Mühe, ja. Hm. Erik Salzer fragt, ich will 2K Gaming machen. Reicht das für die 1060 oder eher die 1070? Also streng genommen ist 2K Gaming Full HD. Also ja. Ja. Zukunftssicherer wäre die 1070? Ja, also mit der 1060, 6 GB kommst du auch noch lange hin. Ja. Also Full HD ist überhaupt kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Ist die Frage, wie du mit den Details hoch und runter gehst. Ja. Erik fragt, was findet ihr für Heimautomation besser, Arduino oder Raspberry Pi? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da, weil ich nicht, ich kann einfach nicht so sehr in diese Materie hinein, weil ich nicht programmieren kann und ich bin angetan von dem Raspberry Pi. Ich glaube aber, dass der Arduino mehr für Anfänger geeignet ist und dass man nur so Kleinigkeiten damit programmiert. Ich weiß es nicht, ich kann ehrlich überhaupt nichts dazu sagen. Ich glaube, am Ende vielleicht eine Preissache. Warum? Ich glaube, du kriegst den Raspberry immer noch billiger. Mhm. Bin ich jetzt der Meinung. Also wenn, dann würde ich nach Preis gehen. Heimautomation. Haben wir denn Zuschauer, die das wissen? Dann schreibt doch dazu unten mal eine Antwort rein. Das wäre ganz cool. Zumindest ist es eine Heimautomation, wie du sagst, für Leute, die es individuell brauchen. Fertige Heimautomationsprodukte gibt es ja zuhauf. Aber die sind eben teurer. Asa fragt, kann der auch VR? Nein. ADLT fragt, können Sie mir das empfehlen für YouTube gucken und ein paar Spiele spielen und Social Media? Das ist das Video mit dem Elephone S7. Ja. Ja, kann man. Ja. Adel Tawil ist es bestimmt. Auch ein sehr unbekannter Mensch. Ja. Felix Maus. Alex, was hältst du von Nlight, Fotobearbeitungs-App fürs iPhone? Es gibt so viele. Und im Grunde machen alle das Gleiche. Sie sehen nur anders aus. Also, geh so durch die Foto- und Videokategorie durch den App Store und mach so und du triffst immer die richtige. Challenge accepted. Bis auf Ausnahmen. Es gibt wirklich Ausnahmen, aber Nlight ist jetzt nicht zwingend eine. Das war's mit den Fragen für diese Woche. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie wie immer unten in die Kommentare, in die Kommentare rein mit dem Hashtag AskTurnOn. Und wenn ihr noch mehr sehen möchtet, dann lasst ein Abo da. Richtig. Und für alle anderen Dinge, guckt euch die anderen Videos an. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Das, was er sagt. Wie ist denn jetzt das S8?